Langsam aber sicher ist das erste halbe Jahr um. Das ist die Ausgabe Nummer 25 meines Marktüberblickes, Rück- und Ausblick für die kommende Woche. Ich habe Mitte der Woche eine Umfrage gestartet, und zwar nämlich auf Aktientipp, wo ich Administrator bin. Interessanterweise, das ist nämlich dieser Punkt hier unten, auf die andere Seite gehen, etwa nur 4% aller Anleger haben ein Plus. Also mit anderen Worten, in den letzten 6 Monaten, in Summe gesehen jetzt da bezogen auf das erste Halbjahr, haben sage und schreibe 96% einen Verlust eingefahren. Wobei hier wollte ich es nicht so genau wissen, aber über 30%, ein Viertel davon, also 26%, haben einen Verlust, der über 30% hinausgeht. Hinter vorgehaltener Hand bewegen wir uns da eben bei 50, 60% Verlust. Dann noch einmal 22%, die erst vor kurzem eingestiegen sind, haben einen Verlust von etwa 15%. Also mit anderen Worten, das erste Halbjahr hatte es in sich. Wir schauen uns jetzt an, nicht nur die Indizes und so weiter. Am Ende des Videos, daher unbedingt dranbleiben, am Ende des Videos werde ich einen Vergleich noch bringen. Ja, der hat es in sich. Ob es wirklich so kommen wird, ja, sei jetzt einmal dahingestellt. Wir fangen allerdings jetzt mit dem Vergleich der vergangenen Woche an, und zwar nämlich der einzelnen Investments, die ich immer wieder anschaue. Verlierer der Woche ist eindeutig der Bitcoin mit etwa 14% Minus. Blenden wir den gleich wieder aus. Gefolgt vom Öl, das sage und schreibe etwa 8% Minus hatte. Mitte der Woche gab es da sogar schon ein sattes Plus von 4%. Aber das hat mir jetzt da alles abgegeben innerhalb kürzester Zeit. Dann noch einmal das Gold. Das hält sich sehr, sehr, sehr gut. Auf die Woche gesehen, wie wir gerade gesehen haben, ist es ein kleines Plus. Ja, und jetzt da kommen wir zu den Indizes. Die Indizes im Gleichklang seit dem Mittwoch, wo es noch einmal kurzfristig nach oben gegangen ist. Und dann auch in der Nacht nach unten sind wir etwa um die 3% im Minus. Wobei die Nasdaq sich interessanterweise wiederum recht gut hält. Der DAX ist da mittendrin, 2,5%, und der Dow Jones ist bei den Indizes wohlgemerkt der Wochenverlierer mit etwa um die 3% Verlust. Wir fangen da gleich mit der Nasdaq an. Hier das große Bild, um es jetzt dann noch einmal zu zeigen. Ich gehe davon aus, dass wir unter Umständen nächste Woche einen Bounce nach oben sehen, wenn diese Linie hält. Also diese Linie da, diese 10.900 plus plus, das muss halten. Dann könnte es zu einer Short-Eindeckung, also zu einer recht heftigen Bewegung nach oben hin kommen, also auf der Long-Seite. Aber nichtsdestotrotz, der Weg nach unten meiner Meinung nach ist vorgezeichnet, also es sollte noch wesentlich tiefer gehen. Schauen wir uns ein paar einzelne Aktien an, beginnend mit der Amazon. Ja, da sollte das da halten, vielleicht noch ein bisschen durchrutschen und dann noch eine Gegenbewegung, da haben wir eine schöne Lücke. Das könnte dann in dieser Gegenbewegung das Ziel sein. Microsoft, das ist recht interessant. Auch die weitere Aktie Apple. Die Aktie ist jetzt am langfristigen Trend. Da Auflagepunkt 1, das ist bei mir von euch gesehen auf der linken Seite bei meiner Schulter, da herunten. Und dann auch hier hinauf der Auflagepunkt 2, da, das hat sogar sehr gut gepasst. Und jetzt sind wir wiederum knapp davor. Also Microsoft ist wirklich die Aktie, die in einem klaren Trend noch immer noch ist. Aber da wird es jetzt auch knapp. Also wenn wir das uns ein bisschen vergrößern, dann sehen wir da, ja, ein kleiner Bounce darf noch nach unten gehen oder ein kleiner Einbruch.
Das sind dann nachher nur, wenn wir es jetzt einmal so rechnen, ja, 2, 3%, 4% darf noch nach unten rutschen, aber dann nachher muss nach oben gehen, weil sonst bricht dieser langfristige Trend. Gleiches gilt auch bei Apple, wobei Apple der langfristige Trend der unten zu sehen ist, aber es gibt einen inneren Trend, das sind wir eigentlich relativ weit noch entfernt. Dann haben wir auch die Google-Aktie zum Schluss noch, da ist noch immer noch das Thema mit dieser Lücke, ob die überhaupt jetzt da geschlossen wird oder davor schon raufgeht. Ja, werden wir im Laufe der kommenden Woche sehen. Zum Schluss noch, da muss ich da dieses Video noch einmal heran bemühen. Diese Trendlinie, da ist ja hier da oben da 338. Das ein bisschen dann nach oben scrollen, dann seht ihr es hier da minus 50%. Jetzt schaue ich gerade, hat er mir gar kein Datum eingeblendet. Ja, das ist vom Jänner das Video, das seht ihr. Da gleich der Jahresbeginn, da hier oben, wo ich mit dem Pfeil bin, war das gleich die Aussage, 50% wird das einbrechen. Warum zeige ich euch das so genau? Naja, die Aktie ist sogar jetzt da unter diese Linie gefallen. Kein gutes Zeichen. Die nächste Auffanglinie ist da hier herunten bei 150. Ja, also da schaut es wirklich überhaupt nicht gut aus, wenn wir das uns dann ein bisschen größer anschauen. Da sollte es dann nachher wirklich dann nachher beginnen zu halten bei 135. Das ist dann auch wirklich schon die allerletzte Ausfahrt der Bullen. Also sehr vorsichtig, wer dann wirklich noch lang drinnen ist, beziehungsweise jetzt, dass sich schon wieder zu positionieren begonnen hat, der sollte etwas Cash zur Seite legen, um eben hier herunten womöglich nachkaufen zu können. Als nächstes schauen wir uns jetzt den Bitcoin an. Vielleicht hier der Hinweis auf meiner Seite brokervorschlag.de. Hier rechts am Marktausblick, Bitcoin Historie. Ja, da kann man diverse Videos eben durchschauen, beziehungsweise da der Hinweis auf die 20.000, immerhin ist das jetzt da schon über ein Jahr her, wo ich dieses Hoch da, diesen Absturz da vorhergesagt habe oder erahnt habe, das war 2020, da im November war dies. Wenn wir uns jetzt aktuell das anschauen, ja, da herunten sind wir jetzt da schon fast bei den 20.000. Da sehen wir das hier ein bisschen näher. Da ist es nicht so nachgeladen. Nur ich befürchte fast, damit wird es noch nicht vorbei sein. Dass wir eh da in den 13.000er Bereich oder sogar hier in den 11.000er Bereich fallen. Also die rote Linie ist da diese kurzfristige Prognose gewesen vor etwa 3, 4 Wochen. Ja, jetzt ist halt, wir sind noch immer nicht bei diese 20.000 genau gewesen. Kurz vorher drehen wir da immer hin und her. Also sehr spannend wird's. Als nächstes schauen wir uns jetzt von seitens des Dow Jones eine Aktie an, die Disney. Die habe ich am Mittwoch über die schon gesprochen, aber auch viele andere Aktien bin ich da kurz drauf eingegangen. Was ich da ein bisschen übersehen habe, das muss ich da jetzt korrigieren, ist die Tatsache, dass bereits seit vergangenen Jahr, gar nichts, ist seit 2020 hat man hier die Dividendenzahlungen eingestellt. Nächster Bericht ist erst im August und auch hier hat man jetzt damit geteilt, man wird es noch immer noch beibehalten. Trotzdem bleibe ich dabei, eine Gegenbewegung sollte kommen. Die Marke, von der ich jetzt gesprochen habe, oder letztens am Mittwoch darüber gesprochen habe, diese 94, na gar nichts, das stimmt ja gar nicht, 92,56, 94 sind wir jetzt aktuell, könnte jetzt da vielleicht am Montag, Dienstag erreicht werden und danach ist einmal diese Kurslücke als erste schnelle Bewegung zu sehen. Eine weitere Aktie oder zwei weitere Aktien schauen wir uns auch noch an. Die höchstgewichtete, wenn ihr euch dann noch erinnert, da hier rum haben wir gesprochen, wenn das bricht, ja, dann wird die Sache haarig. Diese innere Trendlinie, die kann man nicht so genau nehmen, weil da ist hier immer wieder auch unterschritten, wieder hoch, wieder unterschritten, da passt es wiederum. Jetzt, da sind wir wiederum darunter gefallen.
Das heißt, irgendwo bei 446 muss das Ding drehen. Wenn es dann nachher nicht dreht, ja, dann nachher ist der Dow Jones eigentlich, der halt sehr abhängig ist von dieser Aktie. Wie ist ja, der Dow Jones ist ein Kursindex und von seitens der Gewichtung her ist es so, dass diese Aktie maßgeblich dann Ausschlag gibt. Ausschlaggebend ist, wie der Kurs bzw. wie der Dow Jones sich bewegt. Also da wird die Sache wirklich sehr, sehr, sehr haarig. Okay, gut. Die letzte Aktie aus dem Dow Jones ist die Goldman Sachs, die wir uns jetzt da anschauen. Warum diese? Ja, die ist da jetzt da schon lange sicher da unten bei einer Unterstützung. Wobei wir auch hier jetzt das schon an eine heranlaufen. Und es das gleiche gilt wie, da muss ich das weg tun, das gleiche gilt wie bei der United Healthcare. Aha, das muss ich ein bisschen ummarschieren. Stört jetzt da, so sieht man es ein bisschen besser. Also das Ding muss da hier halten. Dann nachher könnte da Gegenbewegung anstehen, gleich wie das bei der Nasdaq gewesen ist. Oder wie ich es bei der Nasdaq sehe, Gegenbewegung nach oben hin und dann darf das Ding noch weiter tiefer gehen. Zum Schluss kommen jetzt dann noch drei Sachen. Einerseits zwei Rohstoffe. Das erste ist das Öl. Da haben wir Mittwoch drüber gesprochen. Trendbruch, noch einmal hochlaufen. Short-Einstieg und jetzt da fällt man gewaltig nach unten. Wir haben es im Wochenvergleich auch vorhin gesehen, dass es da relativ rasch nach unten gefallen ist. Heute extrem nach unten. Mein Fernziel, da die 93 jetzt da für die nächsten Wochen, Monate, ist damit aktiviert worden. Also da soll es da hier bis da nach unten gehen. Gold hingegen, naja, da sollte es hier jetzt ja schon langsam beginnen zu drehen. Wir sind da in einer Hin- und Her-Pendlerei. Vielleicht sehen wir noch einmal einen kleinen Einbruch da hier nach unten und danach sollte das inflationsbedingt Gold zulegen. Jetzt da kommen wir zu diesem Vergleich, von dem ich gerade vorhin gesprochen habe. Hier jetzt der Vergleich und zwar nämlich das Jahr 2008 hier auf der rechten Seite zu finden. Da hatten wir einmal schon so einen Einschlag, sehr viel Seitwärtsbewegung nach unten, dann wieder nach oben marschiert und dann noch bei etwa 23-24% gab es noch einmal eine kräftige Gegenbewegung, bevor dann nachher der finale Absturz gekommen ist. Interessant ist, wenn man sich das jetzt ein bisschen näher anschaut, so ist von hier oben gerechnet, von hier bis hierher, waren die sage und schreibe um die 60%, 58% in etwa ist das Ding nach unten gegangen. Das würde bedeuten, bezogen jetzt auf den Standard Poor's der Gegenwart, dass wir dann nachher auch da hier unten in etwa da bei 2100 landen würden. Wenn das das gleiche wiederum eintrifft, da habe ich auch hier schon eingezeichnet, die Gegenbewegung, die letzte Gegenbewegung, bevor es dann nachher wirklich extrem nach unten geht. Ist wie gesagt ein Vergleich, den ich recht interessant finde. Ich habe das wo gesehen und ich habe eigentlich so einen ähnlichen Vergleich mit dem Jahr 2008 bereits vergangenes Jahr im November bzw. Anfang Dezember gebracht. Und tja, es scheint tatsächlich da jetzt da so ähnlich kommen können. Wie gesagt, zuerst ist einmal diese Gegenbewegung dran und dann nachher, wenn man hier dann nachher auch noch drunter fällt, unter diese Unterstützung, so wie wir es hier gehabt haben, danach geht es wirklich sehr, sehr, sehr rasch, ja, eigentlich crashartig nach unten. Okay, gut, soweit jetzt dann meine Überlegungen für die kommende Woche. Danke fürs Anschauen, Daumen nach oben ist klar und wir sehen uns dann nachher am Mittwoch. Tschüss!